bekommt man einen Kurs. Wir sind jetzt also quasi angemeldet als eine normale Person und da gibt es diesen Button, den ich als Admin oder so habe für neuen Kurs anlegen, den gibt es halt einfach nicht. Das mache ich deswegen so, weil alle Leute, die Kurse, also wenn man so wild Kurse anlegt, dann hätte ich jetzt in kürzester Zeit das Problem, dass ich ständig nur im Hinterherräumen bin, die Kurse in die richtigen Kategorien zu tun, auf Datenschutz zu achten, um die Löschfristen einzustellen und solche Sachen. Deswegen gehen alle Kurse einmal kurz durch meine Hand. Man geht auf alle Kurse und dann kann man hier unten einen Kurs beantragen. Dann müsste man da einen Kurznamen geben. Also zum Beispiel mache ich jetzt die Physiker für Braun und das Jahr dazu schreiben, bitte. Und dann, das ist Deutsch, Physiker, irgendwie so. Und genau, dann kann man noch mal kurz reinschreiben, in welchen Bereich man den dann nachher gerne hätte. Also ihr könnt hier ja nicht reintragen, in welchem Bereich das ist. Das heißt also sowas wie bitte Fachbereich Deutsch. Das hilft mir später beim Zuordnen. Ach nee, das kann in die Begründung. Eine Beschreibung kann man reinpacken, muss man nicht. Und dann sagt man Kurs beantragen. So, so sieht ein Kurs aus. Wenn man standardmäßig erstmal einen leeren Kurs gekriegt hat, sieht er so aus. Da ist ein Ankündigungsforum drin. Das ist eine spezielle Art von Forum. Das ist so, dass alle Nutzerinnen und Nutzer des Kurses automatisch, es gibt so ein Forced-Abo. Das heißt, wenn man da drin was schreibt als Lehrperson, dann kriegen alle Schülerinnen und Schüler automatisch eine E-Mail. Das ist ganz praktisch, um irgendwelche wichtigen Ansagen oder sowas zu machen. Schülerinnen und Schüler können im Ankündigungsforum nicht schreiben. Im Moment ist der Kurs ja leer. Das Erste, was man wahrscheinlich machen möchte, ist, die Schülerinnen und Schüler da reinzustecken. Das heißt, man geht hier auf die Zahnräder, da ist das Kursmanagement und dann auf Teilnehmerinnen. Und dann gibt es hier den Button Nutzerinnen einschreiben. Für einige Klassen haben wir schon globale Gruppen angelegt. Also die 11. Klassen A, B, C und D sind schon da. Die kann man direkt so ausbuchen. Ansonsten müsste man hier hingehen und jetzt die Schülerinnen und Schüler namentlich aussuchen. Und dann würden die namentlich eingefügt werden. Und wenn ich jetzt Schüler eingebe, deren Namen noch nicht im System sind, also wenn Dann ich jetzt nur merkst eine du das. Also E-Mail-Adresse wenn habe, wir dann. jetzt einen Schüler nehmen, keine Ahnung, dann irgendwann Also steht die keine Schüler Vorschläge. der Oberstufe sind automatisch aber schon eingebunden. Nein, die Schülerinnen und Schüler Warum? der Oberstufe sind nicht alle eingebunden, sondern nur die Schülerinnen und Schüler, die schon sich selbst einen Account angelegt haben. Wenn du also den Namen eines Schülers eingibst und da gibt es dann keine Vorschläge, dann müsstest du hingehen und diesem Schüler sagen, hallo, du müsstest dich mal bitte dringend in unserer Moodle-Instanz registrieren. Es gibt dafür ein Anleitungsvideo, was eine Schülerin von der 11. Klasse erstellt hat, was man den Schülerinnen und Schülern dann auch nochmal schicken kann, wo genau Schritt Ah. für Schritt erklärt wird, was man macht, um sich zu registrieren. Für mich, also der Kurs ist jetzt für die VSD, dann sage ich hier ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer einschreiben. Hier nochmal kurz gucken, Kursrolle Schülerin. Sonst macht ihr die alle zu Lehrern. So, und dann sind die Schülerinnen und Schüler alle hier eingeschrieben. So kriegt man schon mal die Leute in den Kurs. Ansonsten kann man bei den Kurseinstellungen dann hinterher auch noch ein bisschen was machen. Genau, also da könnte man dann das, was ich jetzt eben gerade geändert habe, noch machen. Zum Beispiel könnt ihr das Kursende setzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass hier der Kurs, der ist im Juli diesen Jahres schon vorbei, dann setze ich ihn halt auf irgendwie Juli dieses Jahres. Kurse, die vorbei sind, ist dann für mich einfacher zu erkennen, dass ich die irgendwann dann auch löschen kann. Beziehungsweise ihr könnt eure Kurse, auch wenn die Leute im Abi durch sind, dann selber löschen. Das ist halt ganz gut aus Datenschutzsicht her. Beschreibung ist für die Schülerinnen und Schüler manchmal ganz nett. Hier wichtig halt, habe ich ja schon gesagt, das Bild ändern. Ne? Jetzt am Anfang ist das dieses Eisbild und da kann man dann was hochladen. Das führt uns auch gleich dazu, wie man überhaupt was hochlädt in Moodle. Also hier Datei hochladen, durchsuchen, dann findet ihr bitte irgendwo die Datei. Kann man sich jetzt irgendwas aussuchen, was man bei den Physikern in den Hintergrund packen möchte? Nehmen wir jetzt hier Nordlichter. Genau, und dann speichern und anzeigen und dann
Voilà, ist der Kurs jetzt wesentlich hübscher. Wo findet man die Kurse? Also sage ich nochmal für alle. Hier bei meine Kurse gibt es das Dashboard und auf dem Dashboard findet man alle Kurse. Ich weiß in der Zwischenzeit schon, dass das manchmal so 5 bis 10 Minuten dauert, wenn man einem Kurs beigetreten ist, bis man dann tatsächlich drin ist. Es gibt in unserer Moodle-Instanz den Kurs Makerspace. Wenn ihr mal einfach irgendwas ausprobieren wollt oder auch eure Schüler was ausprobieren lassen wollt, da kann jeder rein. Also der hat keine Zugangsbeschränkung und da drin hat jeder automatisch Lehrerrechte und das ist quasi so zum Rumspielen und Experimentieren gedacht. Vor allen Dingen könnt ihr Schülerinnen und Schüler dort auch Moodle-Material anlegen lassen, das ihr hinterher in euren Kurs übernehmen lassen könnt von mir. Das heißt, man kann Schülern sagen, hey, generier doch mal bitte ein Erklärvideo mit interaktiven Übungen oder sonst irgendwie sowas und das können die im Makerspace dann machen. Genau, wenn du in so einem Kurs drin bist, dann sieht er irgendwie so aus oder vielleicht mit Buttons. Das generelle Management des Kurses findet hier oben auf diesem Zahnrad-Symbol statt. Da kann man zum Beispiel die Kurseinstellungen bearbeiten und kann sich dann aussuchen, was für ein Format möchte ich, so Themen. Das heißt, man hat diese Abschnitte, die man eben gesehen hat, oder Buttons. Dann hat man für jeden Abschnitt einen Punkt, wo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 draufsteht. Oder was ich auch sehr gerne mag, ist das Kachelformat. Das sieht dann so aus, dass jedes Thema eine einzelne Kachel kriegt. Das mögen die Schüler auch eigentlich ganz gerne. Also Buttons und Kachel sind für die Schülerinnen und Schüler häufig ein bisschen übersichtlicher, als wenn man jetzt für die nächsten 5 Wochen alles an Material einfach untereinander weghaut. Dann, wenn man jetzt hier, möchte ich jetzt Materialien in den Kurs reingehen, da muss ich hier oben auf Bearbeiten einschalten klicken. Bearbeiten, einschalten und dann kann ich Materialien oder Aktivitäten anlegen. Hier gibt es ganz viele verschiedene. Standardmäßig fängt man üblicherweise mal mit einer Aufgabe an oder man legt mal eine Datei ab. Das wären so die grundersten Dinge, die man mal machen kann. Genau, ja, also ich empfehle immer sehr, sich mal mit H5P auseinanderzusetzen, sich mal mit Tests auseinanderzusetzen, weil Tests natürlich auch selbst Übungen sein können. Du kannst halt unbegrenzt häufig den Test machen lassen, dann ist es eine Übung. Aber die geben dann direktes Feedback und für die Schülerinnen und Schüler ist Feedback wichtig. Dann, Okay, Testen wäre natürlich jetzt auch ganz wichtig, ne? Also, dass man jetzt vielleicht Tests durchführt oder sowas. ja, Wäre gar Tests, nicht. um auch zu sehen, ob alle mitmachen, so, aber auch, also sowohl Test als auch Aufgabe können ja bewertet werden. Und darüber generieren wir jetzt, denke ich, auch die mündlichen Noten für die nächste Zeit, ne? Ja, sieht so Auch aus, genau. H5P, also wird auch alle diese Aktivitäten, die hier stehen, also wo Aktivität drüber steht, kann alles bewertet werden. Aber es, also was ich empfehlen kann, ist halt Aufgabe, H5P sich mal anzugucken, Tests sich mal anzugucken. Und was auch gut ist, ist hier gegenseitige Beurteilung. Das ist ein bisschen komplex in der Anleitung, also zum Anlegen. Also ich meine, wenn man liest sich die Anleitung durch, dann geht das schon. Aber das ist ganz toll, weil die Schülerinnen und Schüler da gegenseitig zum Beispiel ihre Texte lesen und sich gegenseitig Feedback schreiben. Ich habe jetzt gerade eine gegenseitige Beurteilung gemacht, wo jeder seinen größten Kummer hinschreiben soll und jemand anderes gibt ihm dann seinen einen Mutmacher zurück. Und was auch wichtig ist jetzt gerade, ist Jitsi. Jitsi ist ein Videochat. Dann habe ich noch eine Frage, wenn Schüler was hochladen. Ja. Wo kann ich was anlegen, Ordner oder sowas? Und können die was hochladen, was vielleicht nur ich sehen kann Genau, oder also bei was nur ich? Aufgabe ist typischerweise so, dass du eine Aufgabe anlegst und dann müssen die deine Abgabe machen. Dann siehst nur du das. Ah, okay. Wenn du willst, dass sie das so hochladen, dass alle gemeinsam sehen, nimmst du Studierendenordner. Ja, Und bei perfekt. Aufgabe, was auch interessant ist, weil wir eben schon über Bewertungen gesprochen haben, es gibt hier, also wenn du so eine Aufgabe machst, wichtig ist, dass du dir einen Namen gibst, dann kannst du eine Beschreibung machen, also was ist überhaupt die Aufgabe, kannst eine Datei anhängen, wenn du zum Beispiel sagst, bearbeite das Arbeitsblatt, dann hängst du das Arbeitsblatt hier an. Dann legst du fest, von wann bis wann das ist und wenn du hier die letzte Abgabemöglichkeit aktivierst, dann bedeutet das, dass die Schüler danach auch wirklich nicht mehr abgeben können. Und zwar auf Ja, die cool. Sekunde genau. So, ob du dich selbst daran erinnern möchtest, ob du bewerten solltest oder nicht, musst du dann entscheiden. Dann legst du hier fest, was sie abgeben sollen, ob sie eine Datei abgeben oder einen Text und wie viele Dateien und welches Dateiformat. Also wenn ich zum Beispiel nur PDFs haben will, schreibe ich da PDF rein, dann können die nichts anderes mehr hochladen. So, und bei Feedback-Typen legt man dann fest, was man denen rückmelden will, also ein Kommentar, ob ich im PDF rumkritzeln möchte. Funktioniert meistens so lala. Also
Für kurze Anmerkungen gut, für längere Korrekturen würde ich die PDFs runterladen und vernünftig mit einem richtigen Annotator benutzen. Ob ich eine Musterlösung gebe und wenn ja, von wann ab die Musterlösung sichtbar ist. Und dann kann man noch festlegen, wenn man in Moodle Gruppen gebildet hat, dass die in Gruppen abgeben. Das bedeutet, einer gibt ab und bei allen taucht es auf und du bewertest einen und dann sind alle automatisch bewertet. Was ganz praktisch ist, wenn man nicht in Korrekturaufwänden untergehen will. Aber was halt die Nachteile von Gruppenarbeit hat, die man immer hat, einer tut's und alle anderen freuen sich. Genau, und dann bei Aktivitätsabschluss macht vielleicht noch Sinn zu sagen, wenn die Bedingungen erfüllt sind, also die Teilnehmer müssen die Aktivität aufrufen und eine Lösung einreichen, bevor sich der Haken da hinten dann selbstständig abhakt. Genau, und was jetzt noch wichtig ist bei Bewertung, gibt es hier erstmal Punkt, Skala und keine Bewertung. Bei der Skala stehen die Oberstufennoten zur Verfügung, aber ich würde die nicht benutzen, weil die setzen sich dann in die Gesamtberechnung andersrum. Also mein Tipp ist, benutzt immer Punkt und benutzt immer 100 Punkte, also Prozentangaben. Schreibt die Prozentangaben hin. Ich habe auf meinem Laptop eine Liste kleben, wo steht, wie viel Prozent welche Note sind. Und dann gibt es noch bei den Bewertungsmethoden einen Unterschied. Und zwar kann man hier einfache direkte Bewertung, das heißt, du gibst die Prozentanzahl an und gut ist. Oder du kannst eine Bewertungsrichtlinie oder eine Rubrik machen. Eine Bewertungsrichtlinie, da schreibst du verschiedene Kriterien hin, zum Beispiel Rechtschreibung 10 Punkte, Inhalt 12 Punkte. Und dann hast du nachher beim Korrigieren, kannst du dann irgendwas zwischen 0 und 10 Punkten bei Rechtschreibung eingeben und irgendwas zwischen 0 und 12 Punkten. Das ist halt quasi wie ein Erwartungshorizont. Und du kannst bei den Bewertungsrichtlinien auch nur für dich selber sichtbar sehr detaillierte Korrekturhinweise hinschreiben, sodass du genau weißt, wie viele Punkte du für welches, ne, also wie viele Fehler sind bei Rechtschreibung, um 5 Punkte zu bekommen oder irgendwie sowas. Und bei der Rubrik, das ist ein Raster, da erzeugt man ein Raster mit verschiedenen Indikatoren und dann kann man beim Korrigieren einfach klicken. Und das Tolle ist, dass sowohl Bewertungsrichtlinien als auch Rubriken instanzweit geteilt werden können. Ich habe zum Beispiel eine Rubrik für das Bewerten von einem Plakat zu einem Fachbegriff erstellen. Und das ist, glaube ich, auch instanzweit freigegeben. Das sind nur drei Kriterien, und dann kreuzt man an. Das beschleunigt einfach den Bewertungsprozess ziemlich und vor allen Dingen macht es ihn auch fair.